Hallo everybody und willkommen zu einem neuen Let's Play von FTL Faster Than Light. Da die Game Vision 3 leider durch ein technisches Defekt letzte Mal wieder zerstört wurde, sind wir schon bei der Game Vision 4, wenn ich mich recht entsinne. Hat es ja recht weit geschafft letztes Mal oder war es doch recht kurz? Ich weiß es nicht. Also ich habe den Endgegner schon mal gesehen von FTL und ich will jetzt auch nicht lange drum rumreden, sondern einfach mein Team zusammenstellen und starten. Ugly. Er sollte Ugly heißen und nicht Aglitz. Um Verwirrung zu stiften beim Spielen, gibt's dann... Ugly-T. Wird es dieses Wort geben? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht doch nichts. Maxwell. Maxwell finde ich eigentlich gut. Maxwell Sheffield. Aber wir nehmen mal mich wieder mit. Weil die Star Trek-Truppe hat ja letztes Mal sehr versagt. Genauso wie das Schiff. Und deshalb werde ich diesmal wieder mit dem Schiff starten. So. Auf los geht's los. In der Hoffnung, diesmal bedeutend besser zu sein als sonst. Nee. Keine Lust, den Planeten zu erforschen. Das hört sich schon nach einer Falle an. So. Ich finde eigentlich den Witz. Ah, ich sollte auch mal die Leute einteilen. Ich mache aus mir wieder den. Nee, diesmal will ich wirklich. Ja, ich würde gerne jetzt einteilen, wofür die nochmal gut sind. Die hätten auf jeden Fall spezielle Fähigkeiten auch, aber egal. Ich bin Waffenoffizier. Oh, ich habe die Schilde gar nicht hochgefahren gehabt. Naja. Naja, ich hoffe mal, ich deaktiviere jetzt gerade. Natürlich nicht. Mein Gegner hat's disabled. Ach, und Autofire ist nicht an. Und ich wundere mich schon, dass der nicht weiter feuert. Ah, jetzt habe ich natürlich unglaublich viel Schaden für den Anfang bekommen. Und jetzt gucke ich mal, wofür die nochmal gut waren. Okay, können doppelt so schnell reparieren. Dann teilen wir es doch nochmal so auf. Einfach, weil die dann die Waffensysteme oder die Schilde recht schnell reparieren können. Ja, reparier mal schön. Sehr gut. Oh, ein Notsignal. Los, Captain. Zum Notsignal. Ach, da nimmt hier mein Sprit. Schön, dafür haben sie mir gezeigt, was es alles für Gegner hier gibt. Diesmal kommen ganz schön starke Gegner von Anfang an. So, ich hoffe, ich kann die Waffen ausschalten. Das sieht gut aus. Ah, jetzt kam die Rakete noch durch.
Na komm. Sehr gut, wieder deaktiviert. Komm, Drohne. Und gewonnen. Wundervoll. Hauptsache, die Drohnensektion hat Schaden genommen. Jetzt gehen wir aber mal eben zum Store. Reparieren wir. Aha. Ja, noch mehr Heavy-Ionen braucht, glaube ich, kein Mensch. Aber Drohnenteile braucht jeder Mensch. Reparieren muss ich ja nicht weiter. Oh, die Drohnen sind schon ziemlich lange kaputt gewesen. So, ich hoffe, ich komme von hier unten auch nach da oben. Ach, schon wieder so ein Rebellenschiff. Ausweichen muss keiner. Ich brauche nur Schilde. Was soll das? Warum hat die Drohne sich wieder aktiviert? Aus Drohne. Na? Okay, ich nehme euer Angebot an. Cool. Sind nach dem Jump direkt aktiviert die Waffen. Boah, sieht schlecht aus, soll ich hier unten rumkommen. Bis zum Exit. Genau, greif das Schiff lieber an. Sauerstoff ist überbewertet. Die haben auch nur Waffen. Sehr gut, Rakete ist schon mal ausgeschaltet. Ach. Die Drohne nimmt ihn auseinander. Bam. So, und da ist der zweite Powerbar. Ah, doch. Ich soll es schaffen, dann hier lang. Ja, das Asteroidenfeld schön erforscht von mir. Ach, hab direkt die Waffen auch mit der Drohne getroffen. Die Asteroiden können mir eh nicht viel. Mit dem Schild sollte das eigentlich immer gut hinhauen. Und da habe ich schon gewonnen. Und jetzt muss ich halt nur noch lange noch ausharren. Aber es sollte ja kein Problem sein. Solange die Asteroiden mich in Ruhe lassen. Und raus hier, ab in den Exit. Ja, noch brauche ich keine Missiles. Ein davon.
Und hier noch ein bisschen zum nächsten Sektor. Ah, da ist sehr viel zivil. Ja, das ist eine lange Zivilstrecke. Toll, da ist ein Store. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Store brauche ich nicht. Ich habe eh nichts zu verzollen. Natürlich. Ein Piratenschiff. Wer hätte das vermutet? Und es hat auch mal Schilde. Und Waffen noch. Na, jetzt hat es schon mal keine Engines mehr. Ne, da ist mir zu wenig, was ihr mir bietet. Aber ich sollte mir angewöhnen, das endlich mal anzunehmen, weil jetzt habe ich keinen Drohnenpart dazu bekommen. Na komm. Wir wollen hier raus aus dem Asteroidenfeld. Klar, ich guck mir alles an. Ich gehe jetzt sogar zum Notsignal noch. Und guck mir es an. Und finde sogar was. Die wollen... Ach, die haben gar keinen Beam. Dann zerstöre ich lieber die Drohnensysteme. Das ist nämlich die einzige vernünftige Waffe, die die haben. Neben den Partikelbeam hier. Ach, das ist so richtig schön taktisch von mir durchdacht. Ah, da ist die kaputt. Dann können wir direkt mal die Schilde disablen. Sehr schön. Sieg. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So machen wir die Strecke. Damit sind alle glücklich. Ja. Feuer frei auf die Waffensysteme. Schön wäre natürlich, die Drohne zu kontrollieren, aber man kann ja nicht alles haben. Ach, wuselt ruhig auf eurem Schiff rum. Ihr seid schon erledigt. Engage the Pirates. Sehr schön, die haben 8 Millionen Raketen. Das wird nämlich jetzt richtig lustig. Das wird wehtun. Die mussten ausgerechnet mein Drohnensystem treffen. Aber ich hab's ja noch gut geschafft. Ha, sehr gut. Neuen Crewman. Der mir ja auch ein bisschen Power verschafft. Der kann sich an die Engines setzen. Da will eh keiner hin. Ja, ich kann da noch zwei nach oben gehen. Angriff. Mit etwas Glück schaffe ich sogar, die Waffen auszuschalten.
mit noch ein bisschen mehr Glück würde die Drohne das richtige System angreifen. Na gut. Ich lasse euch gehen, weil heute ist mal ein guter Tag. Da oben ist ein Store. Da springe ich auch nochmal hin. Jetzt, wo ich so ein paar... Höhenlaser... Schildboost... Sachen gibt's. Dann holen wir noch den Höhenlaser, kaufen noch Drohnen und damit sind wir auch schon fertig. Keine Systempower? Ach so, ja. Da haben sie schon recht. Dann springe ich nochmal darüber. Was hast du denn da für ein Wäffchen an der Seite? Ich hoffe, die Verteidigungsdrohne wird jetzt nicht meine Drohne abschießen. Ach, das ist auch nur so ein Beamer. Sehr schön. Gut. Gut und schön. Gut und schön. Gut und schön. Ab zum nächsten Sektor gehen. Noch zu wenig für. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na, hoffentlich sind auch die Verbindungen so. Ach, beschieß mich doch. Tarnsystem ist ja echt die fieseste Bewaffnung, die es gibt. Ah, sehr schön, wie die Drohne das Tarnsystem intensiv attackiert. Feuer frei. Und wie mein Waffenoffizier schon sein erstes Level erreicht hat. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das war der erste. Was wird passieren, wenn mir der Sprit ausgeht? Ach, soll er halt da verrotten auf seinem kleinen Planeten. Ich bringe hier niemanden nach Hause. Wo kommen die denn alle her? Aber ich soll das eigentlich ohne Probleme schaffen. Sie sind sehr zäh. Ugly und Ugly-Tee. So, und weil die so schnell reparieren können, sollten die auch mal direkt das Versorgungssystem wiederherstellen. Jetzt kann Ugly-Tee wieder an die Schäde gehen.
und Sprung. Ein Cruiser, der auch noch ganz gut bewaffnet scheint. Na, Feuer frei. Sehr gut. Da ist die erste Waffe schon ausgeschaltet. Da war die zweite Waffe. Ah, sind beide Waffen schon wieder da? Da ist eine wieder weg. Haha. Oh, jetzt haben sie wieder volle Power auf die Schilde bekommen. Das kann natürlich noch ewig so gehen. Vor allem, wenn meine Drohne weiterhin so schlecht trifft. Dieser Kampf ist sehr frustrierend. Ach, es hat die Drohne endlich mal die Waffensysteme getroffen. Wenn ich auch den Hüllenlaser hätte, könnte dieser Kampf schon anders aussehen. So sieht's einfach nur sehr ermüdend aus. Aber ich gewinne. Die Hülle lässt von ihnen nach und nicht von mir. Ich wünsche nur, wir wären im Asteroidenfeld, das wird die Sache nämlich beschleunigen, wenn meine Schilde einfach stärker sind. Mein Waffenoffizier ist gleich schon fertig. Ach ja, da könnte man Let's Play machen, nur darüber, wie ich gegen dieses Schiff kämpfe. Ich würde eine andere Taktik anfangen, aber ich glaube, das ist verschwendete Zeit, jetzt auf den Höhenlaser zu wechseln. Ah, ich habe gewonnen. Ah, ja, ganz ruhig, beruhig dich. Durch Durchhaltevermögen. Durch Durchhaltevermögen gewonnen. Es hat keine Schilde. Aber ist auch egal, jetzt kannst du hier erstmal eine Rakete. Obwohl er keine Schilde hat, weil ich direkt natürlich nicht getroffen habe. Obwohl mein Waffenoffizier echt schon das höchste Level jetzt erreicht hat. So, jetzt können wir den Höhenlaser gleichzeitig benutzen. Das ist ja auch schon was Schönes. Ja, können zum Store fliegen, aber es bringt uns da nicht viel. Außer ich etwas zum Verkaufen. Aber leider nicht. Schön, da unten ist einfach noch ein Store. Vorher habe ich ja hier noch einen Gegner. Ach, wie ich einfach nur verfehle. Naja, aber meine Drohne macht sie eigentlich schon nieder.
Verdammt. Ich habe meinen Waffenoffizier verloren. Ei, ich verliere einfach alle. Unglaublich. Obwohl sie sich selbst hochheilen können im Schiff. Ja, da ist ja eh der totale Burnout. Verdammt. Wenigstens ich lebe noch. Aber leider ist Aglitis Bruder gestorben. Im Kampf. Ach, das ist schon wieder so elendig. Ich könnte schon wieder mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, ey. Wenn man dann ein halbes Team wieder verliert. Und ich meine, ich habe sogar mehr als mein halbes Team verloren. Ich hätte eigentlich lieber einfach sterben sollen. Ja. Dann gehen wir nach da oben. Aglity 2 übernimmt jetzt das hier. Gucken wir mal, ob im Store irgendwas existiert. Tja. Wenn ich denn was zum Verkaufen hätte, könnte ich mir auch neue Teammates leisten. Aber so erstmal nicht. Dann erstmal weiter. Eins. Machen wir erstmal den Umweg. Sehr schön, da gibt's einen Store. Und hier gibt's sogar Leute zum Einkaufen. Jack oder Jeevan C. Dann kaufe ich Jack ein. Und Jack kann sogar mal wirklich was bewegen. Akli kann nach unten. Jack wird unser neuer Waffenoffizier. Ich glaube, von hier unten komme ich da nicht mehr weiter. Toll. Ich hatte versäumt, die Waffen aufzuladen. Ach, Intruder-Alarm, ey. Ach, ich muss eine Drohne einsetzen. Ach, ein Hüllen. Haben Leck an der Hülle. So, Jack, dann mal schnell zurück an die Waffen. Sie haben ein zweites Leck.
Ach, lass die Waffen doch in Ruhe. Genau. Schalte lieber die Schilde aus. Waffen bleiben ja auch ausgeschaltet, dadurch, dass ich halt sehr, 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 sehr viel Schaden mache. Na, eigentlich gerade nicht so. Der Höhenlaser ist ja ein Witz von der Ladezeit. Aber ich sehe jetzt nicht ein, noch eine Drohne einzusetzen. Weil verschwendetes Geld. Sehr gut. Ich bin so verloren. Ich bin einfach nur verloren. Ich bin verloren. Ich bin einfach nur verloren. Aber ich werde den Tod so hinnehmen, wie er mir aufgetragen wird. Ich habe eigentlich gar keine Chance zu gewinnen. Weil selbst wenn ich meinen FTL-Drive rechtzeitig aufgeladen habe. Oh, ich habe einen guten Glückstreffer gemacht. Kann ich in keinen weiteren Sektor springen. Ich bin einfach in eine Falle reingeflogen. Also nicht in eine Falle. Ich habe mir gedacht, dass ich da nicht mehr langkomme. Das ist das Problem, was es jetzt eigentlich noch viel tragischer macht und viel trauriger im Gesamtumfang. Ach ja, so schaut es aus. Naja, vielleicht zerstöre ich ja noch das Rebellenschiff. Wir haben alle anderen Rebellen so viel Angst vor mir. Unglaublich, dass das Schiff besiege. Und ich krieg nur ein einziges Fuel von ihnen. Ach nö. Ganz großes Tennis. Ah, jetzt haben sie auch einen Leck. Ich weiß, dass meine Engines beschädigt sind. Aber was soll ich machen? Die Schilde brauchen halt auch ein bisschen Pflege. Ja. Na komm, treff doch irgendwas. Ich wünschte, ich hätte noch meinen Waffenoffizier. Und wie ich einfach hier einen kassiert gekriegt habe, ey. Ach, warum auch immer der jetzt gerade hier anfängt, das zu reparieren. Ach du Kacke. Jetzt klappen wieder alle Waffen von ihm. Oh, jetzt zum Glück nicht mehr. Oh, komm, Feuer frei. Oh, alle Waffen deaktiviert.
So, reparier mal das Leck hier. Sehr gut gemacht. Ugliti. Ist das frustrierend. Aber ich hab's doch noch geschafft. Aber es wäre Wahnsinn, wenn ich jetzt noch die Runden überstehe. Weil ich muss komplett durch die feindliche Flotte durch. Was habe ich mir nur dabei gedacht, da unten hinzufliegen? Sehr toll. Und Jack, wie ist es so bei den Waffen? Gefällt's dir da? Ich hoffe es, denn du musst uns retten. Und noch schlimmer ist, ich krieg immer nur ein Treibstift, wenn ich ein Rebellenschiff besiege. Und es ist so langwierig, weil es ein Elite-Fighter ist. Es sind gute Schiffe. Es sind so gute Schiffe. Na komm. Put, put, put. Richte Schaden an. So, meine Freunde. Jetzt reparier den. Na, heil dich mal hoch hier. Auf der Krankenstation. Werde ich von da irgendwo hinspringen können? Ich glaube schon. Es könnte sogar fast möglich sein, dass ich es noch schaffe. Halt dich hoch eben. Und wir zurück. Ab in den Kampf. Ah, die Türsteuerung ist beschädigt. Das ist mir egal. Ah, komm. Das dauert mir alles jetzt zu lange. Da hat sie ihn erwischt. Ah, ich bin so gut wie erledigt. Noch einen Raketentreffer überlebe ich nicht. Aber was soll ich machen? Da kommt jetzt die Rakete. Ich kann es schon spüren. Ah, ich hab's nochmal verhindert. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Emotionen. Get Emotionen. Oh, was für Glückstreffer. Ich könnte noch einen Sprung schaffen. Und am besten ist der zweite Sprung, den ich dann schaffen müsste. Vor allem, ich zerstöre die Schiffe immer. Ich könnte natürlich einfach weiterspringen. Aber wenn es schon so offensichtlich für einen Sieg steht, dann kann ich ja nicht einfach springen, weil dann ich kriege ja meinen Jump-Kram wieder. Aber jetzt beim nächsten werde ich versuchen, so schnell wie möglich ins nächste Gebiet zu springen.
Ich habe sehr unlogisch gehandelt. Es tut mir leid. Ich hätte vielleicht vorher hier meine ganzen Teile reparieren sollen. Ah, Intruder, Intruder-Alarm. Komm. Ah, nein! Ah, die Game Vision 4 hat auch versagt. Ah, ja, liebe Freunde, das war's wieder. Aber ich werd so lange machen, bis ich es einmal schaffe. Und das wird auf jeden Fall mit der Game Vision 5 passieren. Weil mit jedem Spiel bin ich nicht besser geworden, aber schlauer. Ah, bis zum nächsten Mal dann. Beim nächsten Let's Play von FTL Faster Than Light.